Tag. Wir sind hier im BMW Museum. Wir danken zuerst Ihnen und Ihren Kollegen, dass Sie uns die Möglichkeit geben. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Wie war es mit der History ganz am Anfang? Ja, also ganz am Anfang, BMW ist gegründet im Ersten Weltkrieg. Ja. Es gibt zwei Firmen, die wir als Vorläufer haben. Das eine sind die Bayerischen Flugzeugwerke, die haben Flugzeuge hergestellt. Da gibt es einen berühmten Gründer, das ist Gustav Otto. Das ist der Sohn von Nikolaus Otto, der den Otto-Motor, also den Viertaktmotor, erfunden hat. Und dann gibt es eine zweite Firma, die Rapp Motorenwerke, die sich rein um Flugmotoren gekümmert haben. Und diese Rapp Motorenwerke haben 1917 ihren Namen in Bayerische Motorenwerke umgewandelt. Ja. Und da gibt es dann auch zum ersten Mal das Logo, was wir hier auf dem ersten Flugmotor sehen, was wir auf den Motorrädern und auf den Automobilen sehen. Ja, also das Logo, viele Leute denken, dass es sich um einen Propeller handelt, aber das ist nur eine Legende, wie wir schon ausgefunden haben. Wie war es mit dem Logo, bitte? Ja, also die Legende ist richtig, dass es eine Legende ist. Wir haben das 1929 zum ersten Mal ein Werbegrafiker hat es verwendet, dass er dieses Logo in Flugzeugpropeller einmontiert hat. Damals war es anders, man hat den Namen Bayerische Motorenwerke außen rum geschrieben und hat das Symbol für Bayern, die Farben Weiß und Blau, dann in die Mitte gesetzt. Das ist übrigens ähnlich, wie es diese Rapp-Firma hatte. Die hatten, Rapp heißt in Deutschland auch ein schwarzes Pferd und er hatte einen schwarzen Springer vom Schach als in die Mitte gesetzt. Also das Symbol innen und der Name außen. Und genauso war das dann auch später, als BMW das gemacht hat. Ja, super. Das BMW hat also mit Motoren angefangen und dann weiter war es nicht mit den Autos, sondern mit den Motorrädern. Warum die Motorräder? Also der Gründer wollte erstmal nur das Motorrad. Wir können noch eins zurückgehen. Also wir haben ja Motoren gefertigt und haben dann auch Lkw-Bootsmotoren gemacht und einen Motorradmotor. Der war sehr erfolgreich, aber dann sprang der beste Kunde ab, der uns diese Motoren abgenommen hat. Und daraufhin hat man dann entschieden, sozusagen auch das Fahrzeug um den Motor herumzubauen. Das war dann 1923. Also wir haben 1917 die Flugmotoren, 1923 dann die Motorräder. Dann hat man in den 20er Jahren beides zusammen produziert und hat am Ende der 20er Jahre die Fahrzeugfabrik in Eisenach gekauft, die also Automobile herstellen. Man hat also die Fabrik gekauft mit sozusagen hatte Facharbeiter gleich mit an Bord und ganz entscheidend war, die hatten auch eine Lizenz für einen Kleinwagen, eine englische Lizenz. Wir sind Ende der 20er Jahre, da war der Wechsel von der Manufakturfertigung rüber zur Serienfertigung. Und dafür war dieses Auto, dieser Austin 7, als Basis sehr gut geeignet. Der war also dahin konzipiert und der wurde dann zum ersten BMW-Fahrzeug, BMW 3/15 PS. Ja, danke sehr. Wir machen jetzt weiter in den anderen Räumen. Okay. Danke. Jetzt sind wir in der Schatzkammer. Also das ist ein spezieller Raum und hier sind nur einige Exemplare, die viel mit BMW zu tun haben. Das sind emotionale Modelle. Wir stehen hier bei dem BMW 328. Was ist das für ein Wagen? Also wir haben hier natürlich Design-Ikonen, also die ein besonderes Styling haben, die das BMW-Design geprägt haben oder die das Design insgesamt geprägt haben. Hier jetzt mit diesem 328 mm Roadster hat man also eine Form geschaffen, wenn man sich die Kotflügel auch anschaut, die wir noch bei Sportwagen in den 50er bis in die 60er Jahre gesehen haben. Dann ist der 328 für uns natürlich ein besonders wichtiges Fahrzeug. Damit haben wir eigentlich in den 1930er Jahren die Marke gesetzt, sozusagen als sportliche Marke positioniert. Das Auto war sehr exklusiv. Man konnte damit aber auch zumindest lokale oder regionale Rennen gewinnen. Bei den berühmten Rennen damals wie in Le Mans oder hier bei der Mille Miglia hat man dann sozusagen nochmal vom Werk her besondere Karosserien draufgebaut und hat auch den Motor nochmal leistungsgesteigert. Aber der 328 ist an sich ein sehr wichtiges Fahrzeug für BMW. Wir werden nachher auch die Serienausführung sehen.
ich kann nur noch mal wiederholen, das ist also eine Designlinie, die dann wirklich bis in die 50er, 60er Jahre noch im Sportwagenmarkt gang und gäbe war. Ja, dann machen wir weiter mit den anderen Modellen, die auch sehr wichtig sind. Hier sehen wir das Auto, das uns an die heutige i8 erinnert, aber es handelt sich um BMW Vision. Wenn Sie so freundlich sind und uns über das Auto etwas sagen, wie es entstanden ist, wann und solche Sachen und ob es auch real mit der i8 etwas zu tun hat. Also es handelt sich um ein Visionsfahrzeug, um ein Konzeptfahrzeug. Die legen wir immer wieder auf bei BMW. Die geben eben schon mal einen Ausblick in die Zukunft. Das ist eigentlich die Aufgabe dieser Fahrzeuge. Das kann eine generelle Form sein, das können Materialien sein. Sie haben schon richtig gesagt, er deutet verschiedene Sachen des i8 an, die man sozusagen schon vorab präsentiert hat. Also wenn man sich jetzt die Grundform oder die Heckgestaltung halt nimmt. Ein Unterschied ist, dass es nie sozusagen noch ein Prototyp ist, sondern man ist noch weit voran. Also bei dem Fahrzeug sehen Sie jetzt durch diese offenen Seitenflächen auch in das Fahrzeug hinein, wo man dann auch wiederum mit neuen Materialien beispielsweise bei den Sitzen gearbeitet hat. In dem Fall haben wir auch ein Fahrzeug, was dann im Film eingesetzt wurde. Bei Mission Impossible ist es halt sehr prominent eingesetzt worden und damit nimmt man sozusagen zukünftige Entwicklungen teilweise schon von. Das ist also die Grundaufgabe von diesen Konzeptfahrzeugen. Formensprache zu zeigen, Details zu zeigen, technische Lösungen aufzuzeigen, die dann oft abgeschwächt in die Realität umgesetzt werden. Also die Realität ist selten so radikal ja, wie das Konzept kann, aber das ist genau auch diese Aufgabe, deswegen macht man die. Ja. Um zu zeigen, wo wir Zukunftsperspektiven sehen. Ja. Danke. Jetzt stehen wir in der Kammer mit den Roadstars. Also hier sind nur die Roadstars von BMW. Nicht viele Leute kennen viele Roadstars von BMW, aber das heißt nicht, dass sie nicht so berühmt sind, auch wie die anderen Autos, wie die Coupés zum Beispiel. Jetzt stehen wir bei einem speziellen Roadster und das ist bitte? Das ist der BMW 507 ja. Aus den 50er Jahren. Sehr exklusives Fahrzeug. 252 wurden nur gebaut, also sehr kleine Auflage. Der Preis war damals, man kann sagen, wie ein Eigenheim um München herum oder eine große Wohnung in München. Heute ist der Preis weitaus höher. Wir haben letztes Jahr Versteigerungen gehabt in den USA, wo der Preis 2 Millionen Dollar war für ein solches Fahrzeug. Ist also damit auch das wertvollste, teuerste Serienautomobil, was wir haben. Ja. Das zeigt schon diese besondere Stellung auch. Es ist auch so, dass von diesem Fahrzeug weit über 200 noch existieren. Das heißt, diese Fahrzeuge wurden immer besonders gepflegt, bekamen immer allen Service. Also man hat sich schon damals als etwas Besonderes erkannt. Das ist auch der Grund, dass es heute noch so viele gibt. Die nicht mehr existieren, die sind wirklich mit einem Unfall einen Totalschaden gehabt und ja. Existieren deshalb nicht mehr. Das Besondere ist natürlich auch das Design. Wie bei allen Roadstern ist es ein sehr entscheidendes Merkmal. Man sieht diese Linie, sie ist etwas amerikanisch. Ja. Das liegt auch daran, dass man da einen amerikanischen Designer oder beziehungsweise einen in Amerika lebenden deutschen Designer beauftragt hat, dieses Fahrzeug zu gestalten. Karl Goertz hat das gemacht und sein Entwurf war so überzeugend, dass man es produziert hat und durch den hohen Preis war es wirklich nur für eine exklusive Käuferschaft schon damals in Frage gekommen. Ja. Welche Käufer waren so bekannt für uns, die das Auto hatten? Vielleicht der bekannteste, den es gibt, das ist Elvis Presley. Ja. Der fuhr den auch, als er in Deutschland beim Militär war, hat ihn dann auch mit nach USA genommen. Und das Besondere an dem Fahrzeug von Elvis ist, dass wir bei der BMW Classic das momentan wieder restaurieren. Also das stand sehr lange in einer Scheune in den USA. Ja. Der Besitzer hat jetzt uns beauftragt, dieses Fahrzeug sozusagen wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen, was natürlich auch etwas ganz Besonderes ist. Jetzt stehen wir bei dem Z8, das sehen wir gleich, denn es ist sehr bekannt aus dem James Bond Film. Aber es ist nur nicht deswegen bekannt, es war auch ein spezielles Modell. Weswegen war es so speziell?
Zum einen, dass BMW wieder einen Roadster aufgelegt hat, der ähnlich positioniert war wie der 507, an dem wir eben waren. Man sieht dann auch, dass man sich an ihn angelehnt hat. Also man hat sich inspirieren lassen. Man hat nicht versucht, sozusagen ein Retro-Modell zu bauen, sondern man hat einen modernen Roadster gebaut, der vom Vorbild 507 inspiriert wurde. Das sieht man an der Gestaltung der Front, das sieht man hier an den Kiemen des Fahrzeugs. In seiner ganzen Proportion ist es sehr stark an diesen 507 halt angelehnt. Es war auch sehr stark motorisiert, damals den stärksten Motor, den wir hatten, wie er im BMW M5 vorhanden war. Der ist da auch reingekommen. Also man hat nicht nur ein optisch schönes Fahrzeug gehabt, sondern einen richtigen, reinassigen Sportwagen in einer wunderschönen Hülle. Wir sind zu dem dritten Roadster jetzt gekommen. Das ist für die Leute ein sehr hübsches Auto. Überhaupt das hübscheste aus den Roadstern, die hier sind, in diesem Raum. Aber als Sportwagen konzipiert worden. Ja. Das Erstaunliche ist, der wurde gar nicht auf einer Automobilausstellung vorgestellt, sondern beim Eifelrennen auf dem Nürburgring hat man einen Motorradrennfahrer reingesetzt, den Ernst Henne, der war Weltrekordfahrer, war also auch sehr berühmt. Den hat man in dieses Fahrzeug reingesetzt und er hat das Rennen von Anfang an, also das allererste Rennen gewonnen. Was natürlich was Besonderes ist, das war damit dann die beste Werbung und das war auch die Positionierung. Also mit diesem Auto haben wir auch sozusagen weltweit geliefert nach Australien, Asien, die arabische Welt, wurden BMW 328 geliefert, natürlich auch in ganz Europa. Es war ein Fahrzeug für sportliche Lebemänner, weil sie unter der Woche das Fahrzeug im Verkehr bedienen konnten und dann am Wochenende sind sie damit Rennen gefahren. Ja, wir haben auch gesehen, dass unter der Haube auch Schlüssel und so, Hammer und so einige Sachen sind. Das war nur deswegen, damit die Leute sich das reparieren könnten, wenn sie sehr weit gefahren sind. Ja, das war aber damals schon noch eher die Regel, also dass man ein pflegeleichtes Fahrzeug, wie man es heute hat, das war damals ganz und gar nicht der Fall. Also man hatte sehr viel auch mit Pannen zu kämpfen, die Reifen waren noch nicht so gut, die Straßen waren sehr schlecht. Das heißt, man hat sehr oft Reifenpannen gehabt. Ja. Dann haben wir bei dem Fahrzeug Schnellverschlüsse, die ich vielleicht mit dem Gummihammer schnell lösen kann. Ja. Der Schnellverschluss an den Rädern kommt vom Motorsport, da sieht man auch, wo es orientiert ist. Sie sehen, man hat auch immer ein Ersatzrad dabei gehabt. Auch die anderen Schlüssel, also man hatte damals, musste mehr Wartung an einem Fahrzeug machen, als das heute der Fall ist. Ja. Wenn Sie eine Bedienungsanleitung anschauen, ein Bordbuch, wie es heute ist, aus der damaligen Zeit, das ist schon eine kleine Reparaturanleitung. Wie helfe ich mir selbst bei den Pannen? Ja. Und damals auch in der Ausbildung, in der Führerscheinausbildung, die war sehr technisch, weil es üblich war, dass man viel stärker mit sich selbst helfen musste. Ja. Jetzt sind wir in der BMW Empower Division. Wir stehen bei dem M1. Das war überhaupt das erste M-Auto aus der BMW-Welt, wenn ich es gut verstanden habe. Und es war auch das erste Wagen, das den Motor in der Mitte hatte. Ja, aber weitere Dinge? Ja, wir hatten also in den 70ern eine Motorsport GmbH gegründet, wo also Motorsport betrieben wurde auf der Rennstrecke. Und da war die Überlegung, die Erkenntnisse, Techniken vom Rennsport auch den Kunden anzubieten. Also das neben der Großentwicklung von 3ern, 5ern, 7er BMWs auch sportliche Modelle produziert werden. Dann hat man sich überlegt, man macht einen Sportwagen, mit dem man auch Wettbewerbe teilnehmen kann. Man wusste, es wird eine kleine Serie, es wird ein sehr exklusives Fahrzeug werden. Ja. Und es war dann dieser M1 und wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, wir haben den Mittelmotor da drin, was für BMW neu war, hat ihn verkauft auch. Ähnlich wie bei den Roadstern war es auch ein exklusives Fahrzeug, auch heute wieder bei den Sammlern und hat damit dann auch Motorsport betrieben. Da war das Besondere, man hatte die Procar-Serie. Da sind Formel-1-Fahrer, Sportwagenfahrer im Rahmenprogramm der Formel 1 gegeneinander gefahren. Ja.
was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Also das, man sagt, Sebastian Vettel und Alonso fahren sonntags früh um 10 nochmal gegeneinander. Also da würden die Rennställe heute dagegen sein. Und sie fahren auch noch gegen Amateure mit. Aber es war damals sehr attraktiv. Der Gewinner dieser Serie bekam einen M1 am Ende der Saison. Und Nelson Piquet und Niki Lauda sind so zu einem M1 gekommen. Also es ist ein Auto mit einer sehr schönen Geschichte. Und es ist eben der Anfang, dass man Rennsport-Technologie den Kunden auch anbietet. Sozusagen der Beginn der M. Später ging man dann einen anderen Weg, dass man vorhandene Fahrzeuge modifiziert hat und sozusagen ein sportliches Spitzenmodell aus den Baureihen vorgestellt hat. Wie viele Stücke aus diesem M1 sind in die Welt gegangen? Es waren um die 400 Exemplare gefertigt. Das hing auch mit dem Reglement zusammen, wobei einige schon speziell auch nochmal auf Endsport-Gründe aufgebaut wurden. Ja. Es ist aber so, dass auch diese Fahrzeuge weitgehend bekannt und erhalten sind und durch den hohen Wert, den die Fahrzeuge haben, die jetzigen Besitzer, sie auch restaurieren und der Nachwelt erhalten. Wir sehen auf dem Auto einige Details, die aus Lamborghini kommen. Ist das so? Ist das auch irgendwie vielleicht mit Lamborghini verwandt? Die haben dort in der Produktion mitgearbeitet, das stimmt. Allerdings ist das Styling ist ein typisches 70er-Jahre-Sportwagen-Element. Also es ist nicht unbedingt Lamborghini-spezifisch, auch die andere italienische Marke hat bestimmte Design-Elemente. Und man hat natürlich, wie bei den Klappscheinwerfern, einfach auch die damaligen, Moden wäre übertrieben, aber die damaligen Standards halt mit übernommen. Also man musste aufklappbare Scheinwerfer haben, wenn man an dem Markt realisieren wollte, weil eben auch die anderen diese hatten. Der Motor ist speziell für dieses Wagen entwickelt? Er ist speziell entwickelt, das heißt, es ist immer eine Basis eines Serienmotors, der dann nochmal besonders für diesen Zweck halt angepasst wird. Ja. Aber dieser Motor ist dann nur in diesem Fahrzeug zunächst gelaufen, beziehungsweise ist dann abgewandelt später in andere M-Modelle in verschiedenen Ausbaustufen eingesetzt worden. Ja. Wenn Sie sich hier umschauen, Sie sehen ja dann auch so die nächsten Generationen, also dass auch die 6er, 5er und von der Stückzahl mit Sicherheit am stärksten die 3er Bauern, die dann jeweils mit einem M3, M5 sozusagen die sportliche Marke gesetzt haben. Ja. Und diese sind untereinander dann unterschiedlich. Also da hebt sich dann immer noch mal der Motor von einem M3 zum M5 halt ab. Also 6-Zylinder zu 8-Zylinder oder ganz früh 4-Zylinder zu 6-Zylinder, 8-Zylinder zu 10-Zylinder. Das ist immer schon eine Abstufung. Ja, super. Das zu der BMW Impala. Und jetzt gehen wir noch weiter in der Historie. Wir stehen bei den BMW 2002 aus den 60er Jahren, also genau 68 ist es. Es war das erste Auto, das in die massive Produktion gegangen ist. Oder habe ich das vielleicht schlecht verstanden? Nein, wir haben ab 1961 eine sogenannte neue Klasse, also wo man eine kompakte Limousine hat, die also eine Marktlücke gefunden hat und wo BMW sich sehr schnell etabliert hat. Da hat dann BMW auch die Marke geschärft. Also wir sind der Hersteller der kompakten sportlichen Limousinen und den hat man 1966 eine zweitürige Variante zur Seite gestellt und hat dann die Motorleistung auch entsprechend gesteigert. Also das Fahrzeug war schon für eine sehr hohe Motorleistung ausgelegt oder der Motor hatte noch Potenzial. Also in dem Fall haben wir jetzt hier das Spitzenmodell mit einem 2-Liter Motor. Man hat 120 PS, was für damals sehr viel war, weil auch das Fahrzeug relativ leicht ist, wenn man das mit heutigen vergleicht. Es hatte dann den Vorteil, dass man beispielsweise auch auf den Märkten wie USA damit sehr erfolgreich war, weil dieses Fahrzeug Contair, dieser großen, schweren, gekusenden Straßenkreuzer war. Ja. Leute, die sportliche Fahrzeuge fahren wollten, aber denen vielleicht ein reiner Sportwagen zu unbequem war, haben sich dann für dieses Auto entschieden. Also es ist für uns sehr wichtig, weil es das sportliche Image geschärft hat und weil es auch wirtschaftlich sehr erfolgreich war. Ja. Und dann haben wir das
andere Auto, das auch sehr viel für BMW bedeutet, und zwar BMW iZeta. Jetzt gehen wir zu dem mal. Es war das kleinste Auto von BMW. Es hatte den Motor aus den BMW Motorrädern und die Tür war vorne. Aber warum solches Auto? Warum musste das BMW machen oder wollte es so machen? Ja, in den 50er Jahren haben wir insbesondere in Deutschland einen Wechsel weg vom Motorrad hin. Die Leute wollten ein Automobil haben aber oft nicht das Geld für ein richtiges Automobil gehabt. Es gab dann sehr viele Kleinstwagen, also nicht nur Kleinwagen, sondern Kleinstwagen, teilweise sehr skurrile Modelle. Und auch BMW hat diesen Markt gesehen. Man hatte mit dem Einzylinder-Motorradmotor eigentlich einen perfekten Antrieb, der für diese kleinen Fahrzeuge ausreichte, und hat dann die Lizenz von einer italienischen Firma übernommen, um das zu bauen. Und das war auch sehr erfolgreich. Es wurden über 160.000 Exemplare verkauft, also es war ein Markt da. Ja. Und hat BMW in den 50er Jahren, wo man noch dran war, sein Profil zu finden, wirtschaftlich sehr geholfen. Und heute ist es natürlich ein sehr sympathisches Fahrzeug. Also wer das sieht, hat immer ein Lachen im Gesicht. Und es ist also ein Sympathieträger auch heute für BMW. Ja, das muss ich sagen und zustimmen. Es ist sehr sympathisch. Was hatte es noch so speziell? Warum oben diese Fläche? Der Grund ist da, man hat nur eine Tür. Ja. Wenn man jetzt einen Unfall hat und diese vordere Tür blockiert, braucht man sozusagen einen Notausstieg. Also es war nicht nur, dass man sagt, man kann das auch vielleicht öffnen und hat ein kleines Cabriolet, sondern es war schon auch Sicherheitsgründe, die dazu führten, dass man eben kein festes Dach hatte, sondern man brauchte einen zweiten Ausstieg. Ja, danke sehr.